schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Rabauke und wir spielen weiter mit Freitag, der 13. Menschenskinder, was war das denn für eine Runde? Die letzte Runde war echt so krass einfach, wirklich. Das ist... Puh. Ich war sehr begeistert von der letzten Runde. So. Schauen wir hier überall nochmal rein. Ja, diese Pistolen, die brauche ich nicht. Sorry für die Stimme im Hintergrund. Ich will die eigentlich gar nicht hören, die da sprechen. Aber ich kann das jetzt leider auch nicht ändern. Aber was soll's. So, nee, will ich nicht. Should I put it in this yellow car or the blue car? Probably the yellow one, right? Mann, warum muss ich die jetzt hören? Warum muss ich die jetzt ertragen? Ich brauche keinen Bock auf die jetzt. So, ich werde jetzt hier links nochmal in den Haus reingehen und gucken, ob wir da noch was finden. Wenigstens haben die schon die Polizei gerufen, was ich schon mal sehr nice finde. Ist hier irgendwas? Ja, ein Klo. Ja, wusste ich doch gleich, dass hier irgendwas ist. Und wenn es ein Klo ist. Es leckt gerade ein bisschen. Meine Aufnahmeplatte wird jetzt auch langsam voll. Ich versuche das jetzt über Nacht noch irgendwie fertig zu rendern. 20 Folgen müssten das jetzt langsam werden. Also das ist jetzt, glaube ich, die 19. Und jetzt, nee, ich mache jetzt danach noch eine Runde. Okay, let's find gas. Jason's over by... So, Jason kann sich mal verpieseln. Denn den macht... The very last one? Den macht ja sowieso keiner. Fuck, you serious? Okay, I'll go look for the gas. Was brauchen wir denn noch? Alles eigentlich. Gut, dann werde ich hier nach oben rennen. Mal schauen, ob da noch irgendwas ist. Wir brauchen ja noch Batterien und sowas. Und Autoschlüssel. Autoschlüssel brauchen wir ja. Oh Gott, ich will nicht schon wieder der Autofahrer sein. Die bögt mich immer an. Hat er echt Schiss gehabt und dachte, oh, wie die F-Bomb fährst du denn jetzt nicht? Er dachte, oh Gott, geil. Ebenso, ich war ja hier in der Lobby, das habe ich nicht aufgenommen. Und dann alle so, Jojo, mach ready. Und er hat einfach gar nichts gemacht. Der blieb aber so sturz, trocken drin, hat nichts gemacht. Und dann so in den letzten 8 Sekunden wird das ja vom Spiel gezwungen, dass er dann trotzdem in die Runde reingeht, auch wenn er nicht auf ready klickt. Und dann auf einmal Disconnect und alle so haben da rumgeflucht, dann ging das nämlich wieder nach oben über eine Minute. Dann kam der nächste rein. Ah Mann, das wäre echt lustig. Ach nice. Ach cool. Ich komme hier nicht mehr raus. Okay, das wird wahrscheinlich hier gleich ein Disconnect geben. Schade. Ja, das wird ein Disconnect. Keiner bewegt sich mehr. Beziehungsweise bewegen sich, aber... Shit. Ah, oh, da gibt's wieder eine Folge dran. Mann, oh, das nervt ein bisschen. Ja, kann ich eigentlich jetzt schon raus. Bevor ich jetzt irgendwie die Zeit tot schände, gehe ich sofort raus, damit ich hier wenigstens ein bisschen die Zeit auch einholen kann. Ich hoffe, dass ich jetzt sofort reinkomme irgendwo. Ich möchte halt nicht zu viel Zeit vergeuden, tatsächlich. Ich will jetzt 2 Folgen noch aufnehmen. Jetzt ist schon kurz vor 2 schon wieder. Und dann wollte ich halt gleich alles in die Renderliste reinpacken. Ich bin morgen eh bei meinen Eltern. Und dann kann er halt einen ganzen Tag über rendern, so dass ich dann gleich am Abend
nachdem ich wieder nach Hause komme, gleich wieder aufnehmen kann. Und ja, also dann habe ich jetzt vielleicht schon 20 Folgen zusammen, wenn das alles klappt. Und dann wollte ich das halt versuchen, dass ich dann dann bin ich am Morgen Samstagabend, nehme ich ja höchstwahrscheinlich noch was auf, versuche um 21 Uhr hier zu sein, sodass ich gleich was aufnehmen kann. Beziehungsweise 22 Uhr, alle spätestens um 22.30 Uhr will ich weg sein, also hier sein. Und dann will ich auf jeden Fall so viel wie möglich aufnehmen. Ja, ich hoffe, dass es klappt, weil dann kann ich zum Sonntag schon wieder was aufnehmen. Ich hoffe, dass es genügend Folgen werden. Eventuell werde ich das auch noch gleich rendern, sodass ich quasi Sonntag auch nochmal was aufnehme und so dann meine Folgen zusammenbekomme. Das ist alles richtig, richtig knapp, aber ich habe mir das vorgenommen, das richtig schnell durchzuziehen. Hauptsache, die Folgen kommen wenigstens bis Ende März. Das war so mein Ziel, wenigstens Folgen für 3 Monate vorproduzieren. Und ich hoffe, dass es klappt, wirklich. Das wäre so schön einfach. Ja. So. Mal schauen, ob das jetzt hier klappt. Muss er jetzt irgendwie vorwärts gehen, mal. Ja, ja. Ich habe auch gemerkt, ganz viele Kinder spielen ja auch mit. Das ist furchtbar. Die nerven mich ein bisschen. Ich hoffe, dass die hier gebannt werden. Okay, dann schauen wir einfach mal, ob wir jetzt diese Runde erfolgreich schaffen werden, ohne Bugs, ohne alles. Wäre schön. Klar, es ist in der Beta, keine Frage, aber ich will wenigstens hier noch was machen. Und vor allem, das wird richtig stressig werden. Die letzte Woche vor Neujahr ist ja noch ein Kumpel bei mir und das Problem ist halt, dass ich da eigentlich gar nicht zu komme beim Aufnehmen. Wir werden da nur unterwegs sein. Das wird interessant werden. Ich wollte ja das soweit vorproduzieren, also auf fertig rendern. Ich werde das jetzt so provisorisch rendern, um Speicherplatz zu sparen und werde das danach nochmal rendern. Weil ich noch was bearbeiten muss am Video. Ich werde halt jetzt nur schon mal den Ton vom Spiel und von mir selbst alles schon mal zurecht synchronisieren, also zurecht pegeln und so werde ich das dann rendern, sodass die Tonqualität in Ordnung ist und ich halt nur noch das Restliche machen muss, bisschen was verpixeln, Intro, das Auto reinmachen und gut ist die Sache. Das ist so geplant. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das schaffe. Oh ja, schönes Feuer hier, ne? Will ich mich mal anschleichen? Ja, ich werde sie jetzt mal dreist killen. Was? Ah, bloß nicht hier. Ich bin schlechter Synchronsprecher, ne? Also ich werde, glaube ich... Lol. Ich wurde zum ersten Mal hier im Haus... teleportiert. So, jetzt hier schon mal die Fenster aufmachen. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass Jason hier ist. Und Jason, das ist das Gute, kann am Anfang noch nicht durch die Türen durchwaschen. Da muss ich nämlich aufschlagen. Das ist das Gute. So, ich werde den Stab hier erstmal nehmen. Habe ich jetzt schon wieder einen Bug? Ach, bitte nicht. Habe ich jetzt gerade beim Tür zu schließen einen Bug bekommen?
Ich hätte. Ich lag hier ein bisschen. Scheiße. Och man, habe ich jetzt echt nur Bugs? Ich hänge fest. Ich glaube, alle hängen schon wieder fest. Reißt du ein? Die Musik ist ja geil, muss man ja sagen, aber... Kann nichts machen. Gehen wir jetzt schon wieder in Timeout hier, oder was? Ist ja ein bisschen blöd. Ah, nice, der Killer ist rausgegangen. Mommy has a reward for you. Come home, sweet. Okay, wow. Was für eine krasse Runde. Oh Mann, im Ernst? Was für eine geile Runde, Mann. Ja, ich habe überlebt. Mensch, was war das für eine nice Runde? Wir haben alle überlebt. Das ganze Team. Das ist doch kalt, ey. Egal. Falls das Team jetzt bestehen bleibt, werde ich noch eine Runde ranhängen. Es wird ja wohl mal funktionieren, dass wir hier eine Runde schaffen. Ohne Bugs. Das ist ein Mist. Wirklich mal. Verstehe ich nicht. Vor allem, ihr müsst ja auch immer so lange warten. Das ist das Problem. Das nervt mich auch persönlich immer ein bisschen. Weil wenn ich mich jetzt als Zuschauer mal ein bisschen versetze, ich bin ja mal generell immer eine Person, die sich in andere Personen hineinversetzt. Und wenn ich da jetzt so denke, dass derjenige jetzt, wie ich jetzt warten muss. Gut, ich würde mich wahrscheinlich unterhalten fühlen und da solange der oder ich jetzt im Pausenmenü bin, würde ich jetzt wahrscheinlich als Zuschauer denken, denken ist schon ganz gut, dass ich das jetzt einfach mal kurz minimiere und irgendwas anderes so lange am PC mache und dann, man hört es auch am Ton, wenn man wieder in der Runde drin ist. Dann kann man es ja wieder aufmachen. Also ich sehe es jetzt nicht so schlimm tatsächlich. Man kann da den Bildschirm minimieren oder zum zweiten Bildschirm rüber schwenken. Ja. Also ich sehe es jetzt nicht so schlimm. Ich würde das wahrscheinlich sehr unterhaltend fühlen. Oder finden, eher gesagt. Und meine Stimme macht doch langsam nicht mehr mit. Ich darf morgen nicht so viel rumschreien. Auf der Fett-Party. Familien-Party. Nein. Wir sitzen da mal ziemlich ruhig zusammen. Was ich richtig mag, muss ich sagen. Ich bin überhaupt nicht der Typ, der jetzt gerne feiern geht oder so. Ich bin genau das Gegenteil. Ich bin eher der Typ, der lieber zu Hause sitzt. Deswegen bin ich froh, dass wir als Familie ein bisschen zusammensitzen zu Weihnachten. Aber warum erzähle ich das jetzt eigentlich? Ich könnte jetzt sagen, boah, wie geil, jetzt ist langsam Frühlingsanfang. Wenn ihr diese Folge hier nämlich seht, ist es nämlich schon Februar. Irgendwann im Februar müsste das sein. Ja, nice. Wir sind fast Level 8 jetzt. Ich bleibe auf jeden Fall drinnen. Ich hoffe jetzt halt nur, dass es jetzt besser klappt mit der nächsten Runde. Vor allem, das wird ja auch ein Spaß werden, hier das ganze Spiel wieder da durchzuschauen. Boah. Das wird krass werden. Das wird so viel Arbeit sein. Das einzige Gute, ich kann jetzt ein bisschen wieder lernen, das zu verpixeln alles. Ich glaube,
Mir wird da der ein oder andere Fehler passieren, auf jeden Fall. Spätestens in der Lobby werde ich da bestimmt irgendwo mal einmal meinen Namen vergessen auszublenden. Oder wenn irgend so ein Mitspieler meinen Namen hier ruft. Ich hoffe, dass sie es überhört. Falls das so sein sollte. Oder ich werde das wahrscheinlich die Stelle kurz rausschneiden, sodass sie es nicht hört. Weil ich glaube, ich lasse mir auf jeden Fall da irgendwas einfallen. Ich möchte auf jeden Fall nicht, dass man meinen Pseudonymnamen hier im Spiel hört. Schade, dass man es auch nicht ausblenden kann, alles. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich mittlerweile so viel aufgenommen habe. Vorher dachte ich so, boah, kriegst du überhaupt die Folgen so zusammen? Würde dir das Spiel überhaupt so viel Spaß machen? Und ja, es macht Spaß. Ich habe ja mit einem Kumpel privat immer, also zu zweit immer so ein bisschen rumprobiert, habe geguckt, was ich da so machen muss. Ich war aber halt so ein bisschen abgefuckt und dann, weil er mich halt immer gekillt hat. Aber ich habe ihn halt so immer ein bisschen machen lassen, habe ihn halt immer ein bisschen beobachtet, was er macht, wenn ich mal Killer war. Und ich habe den Killer halt auch richtig ausprobiert, habe halt probiert, was ich da machen muss. Und man findet sich da ziemlich schnell rein. Also ich glaube, ich habe insgesamt 5 Runden circa gebraucht, um jetzt alles zu wissen, was ich machen muss, was man für Möglichkeiten hat. Und ja, das ist sehr angenehm. Also es gibt ja 2 Polizeiautos. Einmal kann man nochmal den, heißt der Jake? Irgendwann kann man nochmal callen, wenn also einer gestorben ist. Oder flüchtet, also der erste, der flüchtet und noch in der Zuschauerliste drin ist, wird als derjenige spawned, sobald man den aber gerufen hat. Genau, und mit der Polizei kann man halt direkt abhauen. Da wird dann ja gekennzeichnet beim Ausgang, entweder oben links oder oben rechts auf der Karte, wo der Polizeiwagen steht, und dann muss man halt versuchen, dahin zu rennen. Diese Fluchtmöglichkeiten gibt es vom Spiel aus. Seid bitte nicht böse, ich muss jetzt mal einen Schluck Wasser trinken, weil ich jetzt schon wieder bald über eine Stunde aufnehme und ich kriege langsam trockenen Hals. So. Entschuldigung. Aber wenn man durchgehend spricht, das schlägt wirklich auf die Stimme und das ist doof. Das nervt mich auch ein bisschen. Dass ich jetzt hier keine richtige Runde machen kann. Die Folge ist hier schon wieder bei 20 Minuten lang. Und wir haben noch keine richtige Runde gespielt. Das einzige Schöne ist, ihr habt mal eine schöne, lange Folge zum Anschauen. Das heißt mal. Ihr hattet ja vor kurzem, glaube ich, schon mal so eine lange Folge. Also ich glaube, ich kann das wirklich bald behaupten, dass ich das in regelmäßigen Abständen immer mal eine 40-Minuten-Folge mal einfach mal so raushaue. Vor allem, wenn ich die ersten Folgen so vergleiche, da war meine Folge auch mal nur 7 Minuten lang, weil ich dachte, gut, machst eine Runde, beendest sie, weg. Weil ich wollte halt immer nur eine Runde aufnehmen, aber ich habe dann halt, ich glaube, das waren auch nur so 2-3 Folgen. Ich wollte halt das so machen, dass ich immer nur eine Runde aufnehme. Aber um das richtige Spielerlebnis zu bekommen und auch zu schauen, ob die anderen jetzt in der Runde überhaupt überlebt haben, sollte man vielleicht doch in Spectator-Mode immer reingehen, so wie ich das in den letzten Folgen auch immer gemacht habe, und die dann bis zum Schluss noch beobachten, ob die es geschafft haben oder nicht. Und vor allem besteht ja auch noch die Möglichkeit, dass kein einziger in Spectator-Mode drin ist und du dann wenigstens als, ich weiß nicht, wie heißt der? John, Mike, ich weiß es nicht, gespawnt wirst. Das heißt, du kannst also nochmal, da hast du nochmal eine zweite Möglichkeit, nochmal das Spiel quasi zu spielen. Wie geil ist das, bitteschön? Also ich feiere das total. So, wir sind hier ganz schön lange in der Warteschleife, in der Wartebereich hier drin. Liegt aber unter anderem auch wirklich daran, wie ich ja auch schon bereits gesagt habe, wenn ich hier was aufnehme, dauert das halt hier immer noch ein bisschen länger als ursprünglich. So. Also ich muss echt mich anstrengen, dass ich hier noch richtig, richtig viele Folgen aufnehmen kann. Ich glaube am Sonntag, am 25.
werde ich morgens wirklich früh aufstehen, irgendwie um 9 Uhr anfangen, bis 12 Uhr, 1, 2 Uhr machen, eine Stunde Pause mal 4 machen, dann nochmal für ein paar, 2, 3 Stunden aufnehmen. Dann werde ich auch mich erstmal für andere Sachen nochmal beschäftigen und dann nochmal nachts nochmal von 23 Uhr bis irgendwann aufnehmen. Bis 6 Uhr morgens ist es ja noch freigeschaltet, die Server. Und bis dahin versuche ich die Folgen noch irgendwie alle hinzubekommen. Ich will die 20 heute auf jeden Fall noch schaffen. Ich hoffe bloß, dass die Festplatte heute noch mitmacht. Ich meine, wir sind schon bei 21 Minuten, das heißt, die Folge wird mindestens 35 Minuten gehen, denke ich mal. Schauen wir einfach mal, ja? Das kann ja nur schief gehen, tatsächlich. Jetzt haben wir so 40 Folgen, wenn ich jetzt die letzten drei, vier Folgen jetzt nicht schaffe und jetzt so 40 oder 39 habe, würde das auch vollkommen reichen. Dann komme ich zwar nicht bis Ende März hin, aber an sich ist es in Ordnung, glaube ich. Das andere war ja einfach nur quasi Open End. Wenn ich jetzt aber aus Zufall sogar noch mehr an noch mehr Folgen kommen sollte, weil ich vielleicht doch noch irgendwie das Management so gut hinbekommen habe, dass ich noch richtig viel Zeit noch offen habe, werde ich auf jeden Fall noch mehr Folgen produzieren. Das ist klar. Und ich glaube, ich werde einer der wenigen YouTuber sein, der wirklich so viele Folgen vorproduziert hat, dass ich wirklich bald alle 2 Tage bis zum Release was bringen kann. Ich hoffe, dass ich das wirklich so irgendwie hinbekomme, dass ich pünktlich zum Release halt meine Folgen enden und ich dann mit einem richtigen Gameplay anfangen kann. Und das Coole ist, im Sommer 2017 wird es ja auch noch so sein, dass man auch noch Bots drin hat im Spiel. Das wird, glaube ich, nice. Darauf freue ich mich schon. Dann können wir halt auch mal einfach mal Just for Fun mal ein bisschen mit Bots spielen. Ich glaube, das ist cool. Soll ja auch halt einen Singleplayer-Modus geben. Aber Singleplayer-Modus, meinen die denn das mit Bots oder meinen die als Singleplayer richtig mit einer Story dahinter? Das weiß ich halt nicht. Ich glaube, die anderen haben schon längst wieder einen Timeout bekommen. Ich habe jetzt so lange gebraucht. Oder aus Zufall geht's doch, aber ich weiß es nicht. Also letztens war es ja so, ich war hier drinnen, es hat glaube ich 2 Minuten gebraucht oder so. Und dann sind die anderen aber hier trotzdem noch angezeigt worden. Aber ich weiß nicht. Ich weiß es halt nicht. Es kann natürlich sein, dass die anderen einen Timeout alle bekommen haben. Und ich jetzt hier jetzt auch gleich einen Disconnect bekomme, aber dann beende ich die Folge. Dann kann ich mich nur entschuldigen. Aber dann kann ich wenigstens sagen, ihr habt zwar kein Gameplay gesehen, aber sehr viele neue Informationen von mir bekommen. Und ich hoffe, dass diese Informationen dann das bisschen ausgleichen von der letzten oder vorletzten Folge, wo ich wirklich am Ende überhaupt nichts mehr gesprochen habe, weil es einfach so, so spannend war. Die Folge kann ich euch wirklich nur am Herzen legen. Die war echt nice. So. Waiting for players. Und ich glaube, wir kriegen echt einen Timeout. Ich glaube nicht, dass die anderen hier noch drinne sind. Das wäre zwar ein Anzeigebug, aber nee. Dann würde ich das Menü hier auch öffnen können. Nee. Ich glaube, da ist wirklich ein Fehler drin. Ist halt doof manchmal, weißt du? Manchmal klappt es, manchmal nicht. Kann man halt nicht ändern. Gleich kommt bestimmt ein Timeout. Den Timeout-Fehler habe ich so oft hier schon mittlerweile bekommen. Das müssen die unbedingt fixen. Das ist nicht mehr toll.
Na, willst du heute noch was? Entweder die Spieler müssen jetzt kommen oder der Timeout-Fehler. Ich tendiere auf das Zweite. Aber ich weiß es halt auch nicht. Sonst würde ich die Aufnahme jetzt beenden. Aber ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass die Spieler noch connecten, aber das ist ja unwahrscheinlich. Die sind bestimmt schon alle rausgegangen. Wenn man da so lange im Ladebildschirm ist, denkt man bestimmt auch mal, also manche könnte ich mir gut vorstellen, dass sie entdeckt, gut, das Spiel hat sich festgefroren, ich beende das Spiel und starte es jetzt einfach mal fix neu. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Und der anderen Art, ich weiß es nicht. Ich kann es gerade schwer zuordnen, ob das klappt oder nicht. Ich meine, ich bin bereit, an mir liegt es nicht. Es liegt jetzt so an die Mitspieler, die jetzt nicht da sind. Da muss ich mir die auch imaginär vorstellen. Kann natürlich auch sein. Oder irgendeiner war Killer oder so. Und auf den mussten wir halt jetzt alle warten. Ich weiß es nicht. Oder ich bin Killer, ich habe jetzt am längsten gebraucht. Und die anderen brauchen jetzt auch noch mal eine Weile. Kann ich mir nicht vorstellen. Es wäre krass, wenn das so wäre. Ja, ich glaube, das hat sich jetzt hier wirklich erledigt. Ich glaube, hier kommt auch nichts mehr. Ich glaube, der hat sich irgendwie festgefroren. Oder ist irgendwie Bug drin. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas wird da schon wieder ein Fehler sein. Es tut mir leid auf jeden Fall, dass ihr so weiter jetzt nichts mehr sehen konntet. Und ich werde jetzt die Runde verlassen. Ich werde das Spiel nochmal neu starten, um die letzte Folge jetzt hier nochmal aufzunehmen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen guten Morgen, wunderschönen guten Mittag oder guten Abend, gute Nacht. Je nachdem, wann du dieses Video schaust. Und damit werde ich mich für diese Folge verabschieden. Ich entschuldige mich nochmal, dass es jetzt eigentlich nur noch so eine Quatschfolge war, aber ich kann es jetzt halt auch nicht ändern. Es tut mir leid. Ich versuche schon mein Bestes, ich versuche so viele Folgen aufzunehmen, wie es nur geht, aber wenn Freitag der 13. nicht mitmacht, dann kann ich halt auch nichts dafür. Ich versuche hier schon ein bisschen noch eine Folge wenigstens auch ranzuhängen, falls die erste Runde mal abbricht. Aber wenn jetzt die zweite auch schon abbricht und ich hier versuche, die dritte jetzt auch noch irgendwie ranzuhängen und jetzt geht die schon wieder nicht. Es ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu schade, um die wegzuwerfen, weil vom Informationsgehalt des Videos ist es wirklich eigentlich sogar wichtig, das Video anzuschauen. Und gut, ich kann es jetzt nichts ändern. Ich werde die Folge jetzt einfach mal neu starten, das Spiel nochmal neu starten. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.